Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde King's Quest. So, wir waren hier beim letzten Mal in Kapitel 3. Sagen wir hier einmal fortsetzen. Im Turm erobert, genau, da waren wir. Wie weit wirft uns das Spiel zurück? Wir sind genau an der Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben und krabbeln hier mal rüber. Mit der guten Hennies zusammen. Also, mal eine Frage. Mit welchen zwei Eigenschaften könntet ihr so gar nicht leben? Oh, ich könnte nicht mit jemandem leben, der zu kritisch ist oder zu hohe Ansprüche hat. Ich mag warmherzige Menschen. Faszinierend. Ich auch. Und der Gang wird immer enger und enger. Sie bleibt auch dezent stehen, wenn ich stehen bleibe. Kommt mir nicht näher. Hi. Und was bitte heißt das? Probiert doch mal die hier aus. Gibt er mir noch einen Tipp, oder? Ah ja, okay. Gut gemacht. Nochmal bitte. Nee, das war's nicht. Also 2, 4, 3, 4, 2. Zwei, vier, drei, vier, zwei. Ich hab's doch genauso gespielt. Wir müssen uns beeilen. Der Zauber wird uns bald zurückholen. Aber nur mal so fürs Protokoll. Muss ich das jetzt ja irgendwie nochmal resetten oder so?
spielst doch genau. Ach, er ist jetzt der Erste. Oh. Gerade, ob die Tiere sich irgendwo anders bewegen, weil es bewegt sich nur der auf den ersten. Genial! Bitte was? Ach du Schande, wer soll sich das denn merken? Also 2, 3, 4, 4, 3, 2. So weit bin ich noch mitgekommen. Okay, wir probieren's. Ja, es ist wieder nicht 2, sondern 3 und dann muss ich hier nochmal besonders umdenken. Schwere Geburt. Aber wir haben es hinbekommen. Ein tolles Ende eines tollen Abenteuers. Vielleicht fängt das Abenteuer ja auch gerade erst an. Vielleicht, ja. Agatha tat die Sachen, die wir gesammelt hatten, in ihr Frosttunikum. Sie hatte die Familie, die sie immer gewollt hatte, und nichts würde das ändern. Nicht einmal die Zeit selbst. Wir waren sehr gespannt in dieser Nacht, ob unsere neuen Gefühle den Zauber brechen würden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich dachte, es klappt. Ich auch. Es ist nur ein blöder Zauber. Halt, Nies! Komm zurück! Ich hatte keine Ahnung, was ich als nächstes tun sollte. Mir fehlten die Worte. Und dann hörte ich über dem Balkon... Hep, eins, hep, drei. Lasst mich nicht hängen, Stiefel. Hey, Turm, achte auf den Umhang. Nein, wirklich, sieh hin. Flattert er nicht hübsch im Wind? Whisper ist angsterfüllt, aber Whisper hat gelernt, Gefühle zu unterdrücken. Whisper? König Graham. Bereit für ein neues Abenteuer? Wow, was für prachtvolle Arme. Ihr seht aus, wie Whisper sich fühlt. Schmeichelhaft, aber unangebracht. Nein, wirklich. Was macht ein netter Kerl wie ihr mit so einem Körper? Hey, Whisper, das reicht jetzt. Diese Prinzessin ist weit mehr als ein hübscher Körper. Prinzessin? Oh, lange Geschichte.
Seid ihr auch hier hochgeklettert, um die Liebe eures Lebens zu finden? Was? Nein, ich komme, um euch zu retten. Wartet, hier sind Damen? Ich weiß nichts von irgendwelchen Damen. Liegt meine Mähne? Nun, das ist wirklich nett, aber ich benötige keine Rettung. Ich komme allein zurecht. Danke. Ihr habt nicht zufällig ein Abenteurerseil dabei? Abenteurerseil? Dann sitzt ihr wohl mit uns hier oben fest. Nehmt euch einen Stuhl, aber seid nicht zu laut, die anderen schlafen. Whisper wird flüstern. Ich erklärte Whisper, in welcher Lage ich gerade steckte. Erst redete er nur über sich, dann gab er mir schlechte Ratschläge, wie... Wie wäre es mit zwei Königinnen? Und Sie haben nie von Whisper gehört? Nach einer Weile beschloss er, dass es das Beste wäre, meine Gefühle in einer Art Gedicht aufzuschreiben. Okay, fangen wir an. Zuerst mal ein Verb. Sehen. Ein Adjektiv. Schön. Und ein Tier. Ja, das ist ja eine tolle Wahl. Da ist, glaube ich, der Uhu noch am besten. Uhu. Ein Körperteil. Hoho, frech. Die Augen. Augen. Und euer Lieblingskäse. Cheddar. Cheddar. Mal sehen. Yep, das sollte klappen. Bitte sehr. Unsere Liebe sieht aus wie ein schöner Uhu. Und deine Augen sind wie Cheddar. Dein Graham. Das klingt nicht gerade romantisch. Ein bisschen muss man vielleicht noch dran feilen. Macht ruhig, ich lasse es euch hier. Danke. Oh, und ein kleines Kaninchen schickt euch das hier. Da passt jemand auf euch auf. Es ist Amaya. Was? Nein, das kleine Kaninchen ist... Amaya. Tut mir leid. Ich wollte sagen, das kleine Kaninchen ist... Amaya. Amaya ist das kleine Kaninchen. Schon okay, Whisper. Ich weiß es bereits. Whispers Lippen haben ausgeflüstert. Ah, ihr wisst schon, dass ihr lauter flüstert, als ihr normal redet, oder? Und ihr wisst schon, dass ihr maßlos übertreibt. Leise, ihr weckt noch alle auf. Meine Flüsterstimme weckt niemanden. Da kommt jemand. Whisper sollte sich verstecken. Wenn die Damen Whisper sehen, hat Graham keine Chance mehr. Gute Idee. Whisper versteckt sich auf dem Balkon. Wartet, nein, nicht! Wie habt ihr... Ich dachte, nur durch wahre Liebe kommt man aus diesem Turm frei. Whisper liebt Whisper wahrhaftig. Klar. Nur Whisper könnte sich genug lieben, um den Zauber zu brechen. Whisper lässt euch in Frieden, Graham. Viel Glück. Ich schreib euch. Ach ja, der gute alte Whisper. Was ein Kerl. So, und wir haben ein Gedicht bekommen von ihm. Können wir uns das nochmal angucken? Anhören? Nee. Aber wir haben den Uhrenzeiger bekommen. Damit können wir mal runterfahren. Und ich würde gern diese Uhr hier... wartet, erstmal benutzen. Den Uhrenzeiger. Auf 5.40 Uhr stellen. Ja. Nee.
Aber lasst uns hier nochmal schauen, da steht doch 5.40 Uhr. Runder Stift, eckiges Loch. Agathas Buch. Auf dem Buchdeckel ist ihre Uhr, die 5.40 Uhr anzeigt. Bin ich gerade doof? Machen wir mal 4.50 Uhr? Nee. Ist der Minutenzeiger vielleicht der Stundenzeiger? Muss man da etwas um die Ecke denken? Ne, kriege ich gar nicht hin. Ah. Was ein Schmarrn. Es klopft. Von drinnen? Will mich da etwa eine hübsche Prinzessin besuchen? Genau. Hast du was mitgebracht? Zitat, Prinzessinnen auf Besuch bringen immer ein Geschenk mit. Zitat, Ende. Richtig, ein Geschenk. Dann sehen wir mal. Haben wir was für die gute Agatha? Ihr Buch. Wie findet ihr das hier? Das ist aber kein sehr persönliches Geschenk. Es ist ein richtig persönliches Geschenk, weil das ist dein Buch und da hätte ich gerne eine Unterschrift. Hast du vielleicht Interesse an Mannys Porträt? Das habe ich extra für euch ausgesucht. Ich will nicht gewöhnlich klingen, aber das Geschenk ist viel zu billig. Okay. Was haben wir noch? Ah, das Liebesgedicht. Das passt dort nicht hin. Nee, das ist so nicht richtig. Wir probieren nochmal die Uhr. Das kann nicht Sinn. Mich täuschst du nicht. Das. Zehn Uhr zwanzig. Ah. Das ist fies. Sie rannte fort, um von ihnen wegzukommen, oder? So ist es. Agatha war von ihren Eltern nie gut behandelt worden. Sie sahen ihre Kräfte als Bedrohung für ihr Reich. Also sperrten sie sie in einen Turm und warfen den Schlüssel fort. Sie wollte also nur eine Familie? Das hatten wir gemeinsam. Dididim. Und was haben wir da bekommen? Agathas Erinnerungskiste. Können wir die ihr geben? Wie findet ihr das hier? Oh, Jemine. Tut mir leid. Das ist ein wunderbares Geschenk, aber es ist nicht... Agatha, ihr könnt die Scharade lassen. Ich weiß es. Was meinst du, bitteschön? Ich weiß alles darüber, wer ihr seid und warum wir hier sind. Magst du Tee? Vielleicht solltest du hereinkommen. Herein? Das ist das Problem. Ihr habt uns alle hereingelockt. Ihr habt... Was kocht denn da Gutes? Oh, das... Das ist nichts. Vergiss es einfach. Hör zu, es wartet eine riesige Welt da draußen und die ist vielleicht nicht sicher oder perfekt, aber sie ist real und es wird Zeit, dass ihr sie erlebt. Auch ich bin in diesem Turm eine gefangene Prinzessin. Niemand liebte mich je genug, um mich zu befreien. Das ist Unsinn. Ihr braucht niemanden. Ich kann nicht glauben, dass ich Whisper zitiere, aber ihr müsst... Eigentlich ja nur ich selbst lieben, ne? Immer an den Beintag denken, genau. Never skip leg day. Euch selbst lieben. Ihr braucht niemanden, der euch rettet. Ihr könnt diesem Turm allein entkommen. Oh, ich bin noch nicht bereit dafür.
Na los, es wird Zeit. Ein paar aufmunternde Worte könnten vielleicht helfen. Ja? Ob das klappt. Oh, jetzt nicht, dass sie dicht. Wow. Das ist das Netteste, was mir jemals jemand gesagt hat. Ich darf aber nicht weinen, sonst trocknet meine Haut aus. Du bist eine gute Prinzessin. Wollt ihr ins Freie treten? Warum nicht? Doch. Verflixt, ich bin wohl noch nicht bereit zu gehen. Ich sollte... Machen wir es zusammen. Was? Prinzessin Agatha, nehmt ihr meine Hand? Aber liebend gern. Danke, Prinzessin Graham. Oder besser gesagt, König Graham. Du hast einer alten Frau wieder eine junge Seele geschenkt. Graham, das Frosttonikum. Das was? Du musst etwas tun. Die Prinzessinnen, sie sind immer noch gefangen. Nimm mein Abenteurerseil. Na, jetzt aber flott. Na, ob wir beide retten können oder ob wir uns jetzt entscheiden müssen. Können wir vielleicht ein bisschen schneller krabbeln, Graham? Kannst du ein bisschen Gas geben? Jawohl, und hopp. Los, Prinzessin Graham. So, nu? Schnell darüber. Hallo, die Waldfee. Darf ich jetzt weiter? Tatsache. Hallo. Graham, gib alles. Na los, Opa. Oh, Spannung pur. Gleich hat uns das Eis. Mal so hoch war der Turm beim letzten Mal nicht, oder?
auch immer das jetzt funktioniert hat. Ihr zwei müsst beide springen! Der Zauber wirkt immer noch! Nies! Pass auf! Es klappt? Es klappt! Warte! Wie? Ich bin übrigens Valenys. Mein vollständiger Name ist Prinzessin Valenys von West-Kolima. Und dann haben du und Oma Nies glücklich bis in alle Tage gelebt. Nun, wir haben uns besser kennengelernt, bevor ich erneut um ihre Hand angehalten habe. Glücklicherweise hat sie beim zweiten Mal ja gesagt und wir waren glücklich, meistens. Eine gute Ehe ist harte Arbeit wert und das ist kein Märchen. Alles klar, du kannst reinkommen. Oh, es riecht lecker hier drin. Der Tisch ist bereit, Schatz. Weißt du, das Restaurant mochte ich immer. Alles Gute, Nies. Ist das? Oh ja. Ich dachte, es geht nur mit einem Topf. Tja, jetzt macht sie auch Pfannkuchen. Oh, was kann sie noch? Sternbeersaft, Puddingtoast, Speckbeerkuchen. Wieso denn nur Frühstück? Wieso nicht Sprickanbraten, Haselnusssuppe, gefüllte Eier? Ha! Popcorn-Geschmack-Weingummi! Ich habe dich noch nie so sehr geliebt wie in diesem Moment. Aha, Gwendolyn muss ihr Geschenk fertig haben. Komm rein, mein Schatz. Alles Gute, Oma Nies. Oh, danke. Was das wohl sein mag. Mach's auf. Oh, hui. Selbst gemacht. Aber klar. So eine hatte ich ewig nicht. Und die schönen Farben. Woher wusstest du? Von einem Eichhörnchen?
Sie ist einfach perfekt. Danke sehr. Die Laute ist nicht das Geschenk. Darf ich? Aber sicher. Also, mir fehlen die Worte. Du musst nichts sagen, Oma. Hör nur zu. Schöner kann ein Geburtstag nicht sein. Also, wie sehe ich aus? Sehr alt. Das war King's Quest Kapitel 3. Wir haben den Schraubenzieher von Amalia bekommen. Wir haben Nies geheiratet, Vannies, ihre Laute repariert. Und Vi hat eine Eishand bekommen. Sie ist die neue Elsa. So, und da lasse ich euch mal kurz mit den Credits alleine und mache eine kurze Bingo-Pause.